herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Kultur in Saarbrücken am Tag der Bildenden Kunst. Heute können Sie in mehreren Galerien und in den Ateliers neue Arbeiten der Künstler des Saarlandes bewundern. Wir sind hier bei der Galeristin Ingeborg Besch in Saarbrücken und ich möchte gerne die Frage stellen, welche Künstler haben Sie sich ausgesucht? Ich zeige zurzeit die Künstlerin Jeanette Zippel. Sie stammt eigentlich aus Kempten, dort ist sie geboren, lebt aber in Heidenheim und sie beschäftigt sich seit gut 20 Jahren mit dem Thema der Biene. Die Biene, die Produkte der Biene, die Flugbewegungen der Biene, die Bienenoptik, ob das in Tusche ist, in Kartoffeldruck, mit Wachspapieren, mit dem Material Wachs selbst. Es gibt die unterschiedlichsten Herangehensweisen, Fotografie ist auch dabei. Sie ist 1963 geboren und ist Professorin an der Hochschule für Gestaltung der FH in Schwäbisch Hall, hat auch ein Stipendium an der Cité des Arts in Paris absolviert und bemerkenswert ist die Vielfalt der Herangehensweise an ein Thema, mit dem sie sich auch täglich beschäftigt. Also sie hat selbst, ich glaube, 20 Bienenvölker, produziert Honig und Cremes mit diesen Produkten und lebt eigentlich sehr eng verbunden mit ihren Bewegungen, mit dem Volk, der Staatenbildung, den Bedeutungen für uns auch, der Nahrungsmittelkette. Und das war für mich einfach spannend, dieses Thema im Zusammenhang mit so vielfältigen Möglichkeiten in der Kunst umzusetzen. Haben Sie Ihre Arbeitsweise über längere Zeit hin verfolgt oder haben Sie sie direkt ausgesucht? Das war eine interessante Doppelzugang. Ich habe Ihre Arbeit, eine Filmarbeit zunächst, die Honighände, auf der Messe gesehen, auf einer Messe in Karlsruhe. Dann habe ich mir das notiert und habe sie zwei Jahre später per Zufall über eine Verbindung persönlich kennengelernt. Und da war das sozusagen dann die Liebe auf den zweiten Blick. Also zunächst das Oeuvre kennengelernt und gewusst, das möchte ich mal irgendwann machen. Macht man sich so Notizen in Zukunft irgendwann einmal. Und als ich die Frau kennenlernte und ihre Arbeitsweise, ihre verschiedenen Exponate im Atelier auch sah, da wusste ich, das will ich machen. Dann bedanken wir uns bei der Galeristin und werden als nächstes den Eurobahnhof besuchen.
Jetzt sind wir bei der Bildhauerin Olafsdott hier und werden einige Fragen über die Arbeiten, die wir uns vorhin angesehen haben, stellen. Wie sind deine Arbeiten entstanden? Also rein dieser technische Prozess, also die Umwandlung von Idee bis zum Plastik, entsteht aus Verformung, also meistens aus Holz, aus Sperrholz, das ich dann dementsprechend in Schablonen gepresst habe und oder in Stahl direkt verbiege. Das ist halt so der reine Arbeitsprozess von denen. Dann ist meine Frage, wie lange bist du schon hier im Saarland? Jetzt sind das ungefähr genau ziemlich 20 Jahre. Ich kam 1990, war an der HBK von 90 bis 94 und ja, seitdem lebe ich hier und arbeite. Hast du noch einen Bezug zu deiner alten Heimat und stellst du dort oft das auch mal aus? Ja, in Island bin ich regelmäßig so drei bis fünf Mal im Jahr und auch Einladungen zu Ausstellungen gehabt und ja, Museen, Galerien und ja, da bewege ich mich in diesen zwei Ländern. Schön, danke schön. Jetzt werden wir zu dem Kulturdezernenten Schrader gehen und werden ihn fragen, wie die Resonanz auf diese Ausstellung ist. Hier ist der Kulturdezernent Schrader bei uns und ich möchte ihm die Frage stellen, wie er die Resonanz findet. Die Resonanz ist wieder sehr, sehr groß. Ich habe ja viele Einrichtungen besucht, nicht nur hier den Kulturbahnhof, kleine Ateliers in Saarbrücken beispielsweise, aber auch einzelne Einrichtungen, die ein bisschen außerhalb der Kernstadt liegen oder Ateliergemeinschaften in St. Johann. Und es ist wieder sehr, sehr stark angenommen worden. Man sieht es ja, dass alleine hier schon einige hundert gerade da sind. Und was ich sehr, sehr positiv finde, es sind dann nicht nur die Gesichter, die man von den Kunstausstellungen her kennt. Es sind viele neue Gesichter, Menschen, die an dem Tag sich mit Kunst und Kultur beschäftigen, junge, alte und Familien. Ein wirklich großer Erfolg. Glauben Sie daran, dass die Künstler auch von ihrer Arbeit leben können oder müssen sie sonst noch Tätigkeiten ausführen? Das ist sicherlich eine Frage, die nicht so pauschal zu beantworten ist. Es gibt sicherlich eine Vielzahl von Künstlern, die auch nebenbei als Kunsterzieher an unseren Schulen arbeiten, was ich auch persönlich aber sehr positiv finde. Es gibt sicherlich einige, die von ihrer Kunst leben können, aber leider gibt es auch einige, die dann auch nebenbei kunstfremde Berufe dann ausüben müssen, was natürlich sehr, sehr schade ist, weil viele von denen auch ein sehr, sehr großes Potenzial haben und ich mir dann auch immer im Einzelfall wünschen würde, dass dann irgendwann der Zeitpunkt erreicht ist, dass derjenige sein Potenzial voll ausspielen kann und nicht in wirtschaftlichen Nöten denken muss. Werden hier die Projekte gefördert oder wie sieht das hier überhaupt aus? Das ist natürlich hier vor Ort sehr einfach zu beantworten. Der Kulturbahnhof wird ja von einem freien Träger getragen. Dieser bekommt auch eine institutionalisierte Förderung der Landeshauptstadt Saarbrücken. Auch das Gebäude ist ja ein städtisches. Das heißt, man kann sagen, dass die Ateliers, die hier untergebracht sind, dementsprechend dann von der Landeshauptstadt Saarbrücken gefordert sind. Private Galeries und Ateliers natürlich nicht. Das Einzige, was wir dann machen, sind Kunstankäufe in geringer Anzahl. Aber der Tag der Bildenden Kunst wird ja von der Landeshauptstadt Saarbrücken dann auch organisiert und die Kosten für die Plakatgestaltung, für die Programmgestaltung, aber auch die organisatorischen Kosten trägt die Landeshauptstadt Saarbrücken voll. Es gibt einen Förderpreis für Kunst und jetzt wollte ich mal fragen, wie das weitergetan in Saarbrücken? Der Förderpreis wird alljährlich vergeben. Er ist dieses Jahr vergeben worden, er wird auch nächstes Jahr vergeben werden. Das heißt, die Krise, die Finanzkrise der öffentlichen Hand macht sich dort glücklicherweise noch nicht bemerkbar. Und auch der Tag der Bildenden Kunst, der schon eine Institution ist, wird dann wieder an einem dritten Sonntag im Jahr 2011 stattfinden. Eine andere Frage, die ich Ihnen noch stellen möchte, ist, wie sieht es aus mit Ausstellungen im Museum, wo Saarländer dann auch eine Möglichkeit haben sollten? Es gibt ja da verschiedene Institutionen, die museal quasi aufgestellt sind. Das ist das Saarlandmuseum einerseits. Man kann dann sagen, als Zwitter auch die Stadtgalerie. Beide Häuser öffnen sich ja auch der saarländischen Kunst und Kultur, wobei man natürlich da nicht verlangen kann, dass ausschließlich saarländische Kunst und Kultur ausgestattet wird. Ich persönlich, wobei
Beide Einrichtungen sind ja nicht in der Trägerschaft der Landeshauptstadt Saarbrücken, halten den Mix für einen gesunden. Das heißt, die saarländische Kunst kommt dort nicht zu kurz. Aber muss ich dann auch, denke ich, den nationalen und internationalen Wettbewerb stellen, was ich aber dann als sehr anregend empfinde. Das wäre eine große Förderung für die Saarländer, wenn sie mit internationalen Künstlern zusammen ausstellen können. Ich hoffe, dass das auch so in Zukunft bleiben wird und bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch. Nachdem wir die neuen Arbeiten von Armin Rohr im Gang gesehen haben, haben wir jetzt den Künstler neben uns stehen. Lieber Armin, wie kam es zu den neuen Arbeiten? Bis vor ungefähr 2 bis 3 Jahren arbeitete ich so, dass ich Fotografien aus dem Internet, aus Zeitungen bzw. auch aus dem persönlichen Fotoalbum der Familie als Grundlage genommen habe, um die Protagonisten dieser Fotografien auf Bildern in neue Zusammenhänge zu bringen. Das heißt, ich habe im Grunde kollagiert. In den letzten 2 Jahren habe ich mich immer mehr reduziert, weil ich das Gefühl hatte, ich muss gar nicht mehr so viele Geschichten erfinden und immer wieder neu komponieren, und habe mich auf die Protagonisten selbst komponiert. Das heißt, ich habe mich auf einzelne Personen in ihrem Umfeld konzentriert, sei es jetzt eben Menschen am Arbeitsplatz, Menschen in der Natur oder auch Menschen in ihrem ganz normalen Umfeld, ohne dass ich jetzt das Umfeld selbst bearbeitet habe. Habe ich die Fotografien als Grundlage genommen und quasi eins zu eins dann über malerische Verfremdung umgesetzt. Dankeschön. Und jetzt werden wir zum Herrn Munz gehen und werden uns dort im Atelier dessen neue Arbeiten ansehen. Jetzt sind wir im Atelier von Jörg Munz angekommen. Einige Bilder haben wir schon gesehen. Und jetzt hätte ich einige Fragen an Jörg. Lieber Jörg, deine Bilder sind farbiger geworden. Hat das was mit deinem Gemütszustand zu tun? Oder hat es damit zu tun, dass du einige Reisen in der letzten Zeit unternommen hast? Ja, beides ist auf jeden Fall zutreffend. Ich war dieses Jahr öfters unterwegs als sonst. Und der Gemütszustand ist im Moment auch toll. Die nächste Frage wäre:
Jörg, wie sieht es aus? Hast du dir neue Projekte vorgenommen? Ich habe gehört, dass du auch jetzt wieder an deinen Strukturen arbeitest, die du auf Astzweige und so weiter montierst und für die neue Ausstellung benutzen möchtest? Was du meinst, sind wahrscheinlich meine Farbobjekte. Ja, da bin ich jetzt nochmal dran. Also sie werden sich nochmal ein bisschen verändern und werden in Sulzbach, also jetzt am 2. Oktober, auch zu sehen sein. Gleichzeitig hast du ja im Moment auch noch eine Ausstellung laufen in St. Arnual im Kunstverein. Und da hast du kleinere Arbeiten gezeigt und in Sulzbach wird das doch etwas anders sein. Und ich hoffe doch, dass du dort auch größere Objekte und Arbeiten zeigen wirst. Ja, der Raum ist natürlich toll. Also diese Aula ist schön groß und ich kann also da ein breites Spektrum meiner Arbeiten zeigen. Große, kleine, mittlere Formate und natürlich die Objekte. Das war eine weitere Sendung von City Kultur in Saarbrücken vom Tag der Bildenden Kunst. Wir freuen uns, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Dankeschön.